Während des Kreuzzugs waren päpstliche Truppen im Königreich Sizilien einmarschiert. 1230 konnte ein Friede mit dem Papst geschlossen werden. Ein Jahr später konnte er als König von Sizilien die Konstitutionen von Melfi erlassen. 1239 erfolgte eine neuerliche Exkommunikation durch den Papst. Nun ging Friedrich entschlossen vor. Als der Papst ein Konzil in Rom einberief, ließ er die meisten Teilnehmer vorher abfangen. Als der Papst starb, waren nun auch Kardinäle in der Hand des Kaisers. Die Haftbedingungen waren schlecht. Ein Kardinal starb. Auch der neu gewählte Papst war gesundheitlich so geschwächt, dass er 17 Tage nach der Wahl verstarb. Erst 1243 konnte mit Innozenz IV. Ein neuer Papst gewählt werden. Deutschland war für Friedrich II. Ein Nebenschauplatz. Das Reich wurde von einem Reichsverweser regiert. 1229 folgte Sohn Heinrich VII. In dieser Funktion nach. Er geriet bald in Schwierigkeiten, da ihm eine zu städtefreundliche Politik vorgeworfen wurde. Heinrich war 1220 zum König gewählt worden, dafür musste er den geistlichen Fürsten Zugeständnisse machen. In der Confederatio cum Principibus Ecclesiasticis wurden wichtige Regalien, also Königsrechte, an die geistlichen Fürsten abgetreten. Nun forderten die weltlichen Fürsten ähnliche Rechte. Heinrich stimmte 1231 zu, Friedrich II. 1232. Im Statutum in favorem principum erhielten sie zusätzlich noch das Recht auf eigene Gesetzgebung und die Städte wurden geschwächt.